Muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass das die Taste ist für Licht. Achso, die Tür ist ja zu, okay. Gucken wir mal, ob wir draußen die Steine... draußen die Steine finden. Natürlich ungesehen. Lohnt es sich zu kaufen? Boah, boah Gott, das kann ich dir so gar nicht beantworten. Das kommt... Es ist, ich muss ganz ehrlich, es ist sehr buggy. Ja, also das, muss ich ganz ehrlich gestehen, das Spiel ist sehr buggy. Es hat so es hat seinen Charme. Ja, es hat seinen Charme. Aber es hat auch etliche Bugs. Ja, Zombies schweben dann irgendwie mal in der Luft oder so und tralala oder einige Sachen verschwinden mal. Und wie gesagt, du siehst hier zum Beispiel dieser Nebel. Man hat keine Weitsicht. Also ist so ein bisschen oldschool. Aber so dieses System, dieses Überleben und so ist schon gut eingefangen. Also du musst dich wirklich um alles kümmern. Um Nahrung, um Dehydrierung, um Trinken. Ja, wirklich ums Überleben, ne, und auch halt bauen und tralala, also wenn du wirklich so auf so bauen stehst, aufbauen, so Minecraft und mäßig und halt dich um alles managen willst, dann ist es auf jeden Fall ein Spiel für dich, ansonsten würde ich sagen, nee, lieber nicht, weil es hat echt viele Bugs, aber sie sind ja fleißig dabei, es zu patchen und tralala. Warte mal, war hier gerade nicht ein Stein am liegen? Nee. Aber wie gesagt, das muss, glaube ich, jeder selbst entscheiden. Also schau einfach vorbei hier oder hier im Stream oder im Let's Play bei mir. Wie gesagt, die Folgen kommen ja auf YouTube. Und dann kannst du ja selbst ein Bild von machen. Weil ich möchte da keine Kaufempfehlung für geben. Also mir gefällt es. Ich habe da Spaß mit dem Spiel, muss ich sagen. Weil ich habe Minecraft so nach einer Zeit satt gesehen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das Game hat sehr richtig Suchtpotenzial, abgesehen von Buggy etc. ist echt genial und klar, Geschmackssache. Ja, genau, deswegen meine ich ja. Oh, guck mal. Ne, ne, ein Krankenhaus. Ich werd bekloppt. Alter, wir haben hier alles. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung, hier zu bleiben. Wir müssen auch noch demnächst unsere alten Sachen holen, ne? Definitiv. Wir müssen noch unsere alten Klamotten holen. Ich hoffe, der eine sieht uns da nicht. Scheiße, der kommt hier runter, ne? Fuck. Ich will unbedingt ins Krankenhaus. Ernsthaft, ich will ins Krankenhaus. Kommen denn auch mal so große Riesenzombie-Herden? Ja, ab dem 7. Tag wird's brutal. Deswegen soll man ab dem 7. Tag halt eine gute Festung gebaut haben. Denn die 7. Nacht ist quasi immer so die Hordenrunde. Und da kommen, Alter, die Zombies, Alter, das sind so viele. Ne? Also das ist ja jetzt noch lachhaft hier, die paar Zombies. Ich meine, die können auch schon ein bisschen ernsthaft werden. Aber, oh Gott, da hinten ist auch jemand. Aber wenn die kommen, ich habe einmal den 7. Tag oder die 7. Nacht erlebt, das möchte man nicht. Okay, er geht da hinten weg, das ist schon mal gut. Ich hoffe, die sieht uns nicht. Boah, geil, ein Hospital. Der geht über die Straße, ich hoffe, der... Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Hallo. Alter, geil, ein Krankenhaus. Ich bin gejagt, scheiße. Und hier sind die Steine für Eisen. Nein, ich kann... Ihr könnt mich mal. Und wir kommen wahrscheinlich nicht ins Krankenhaus rein, weil alles super verbarrikadiert ist. Hundertprozentig. Ich weiß es doch genau. Und wenn ich da... Nein, ich will... Natürlich, ich will jetzt bauen. Du bist so hohl. Bin ich immer noch gejagt? Ja, bin ich immer noch. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen meine Beine in die Hand nehmen. Oh, warte mal. Das nehme ich mit. Da gibt es Eisen und Stein. So. Gucken wir mal. Ich merke schon wieder, dass der Zuschauerzähler schon wieder buggy ist. Aber gut. Bin ich immer noch gejagt? Nein, ich bin versteckt. Okay. Kann ich hier... Kann ich das abbauen? Oh Gott, das würde dauern. Aber das wäre auch eine geile Festung. Hier die Mauern. Komme ich hier... Okay, das geht so nicht. Ich suche mal in den Müllcontainer. Ja, wieder Papier. Ja, Papier haben wir ja ohne Ende. Kleber, Papier. Alter, wie kommen wir denn da? Geht das? Ich probiere das mal eben. Warte mal. Ah, das geht. Wie geil. Boah, cool. War ich noch nie drin gewesen. Habe ich noch nie sowas gesehen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Wir schauen mal. Mega, Alter, das ist ja... Also, wenn die Folge rauskommt, das wird die mega krasse Folge. So, Krankenhaus, Siedlung gefunden. Mega. Ich hoffe, wir finden hier jede Menge Medizin. Haben wir denn eigentlich noch genug Platz im Inventar? Oh, das wird knapp. Kann ich irgendwas...
Kann ich irgendwas hier, ganz ehrlich, komm. Ach, warte mal, die Hose können wir mal anziehen, ne? Dann sind wir nicht ganz. Dann sind wir nicht ganz nackt, ne? Hier, warte mal. Zieh mal die Hose an und die Stiefel hier. Na, jetzt hat er wenigstens. Alter, was für geile Stiefel. Oh Gott. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Platz im Inventar. Wir können gleich mal Kaffee trinken. Und wir können hier dieses Dings lesen. Und ich habe noch die dämliche Tür immer noch im Inventar. Dann haben wir auch den Bauplan mal eben lesen. Genau, hau mit der Faust gegen, gegen das Holz. So. Gibt das eine Story, wie der Virus ausbricht? Nee, gibt's nicht. Nein, also ich glaube nicht. Ich habe noch keine Story irgendwie entdeckt. Ich, ja gut, es ist halt irgendwie was ausgebrochen und tralala, wie es halt bei Zombie-Apokalypsen halt so ist. Naja, es gibt nichts Weltbewegendes, also nicht hier irgendwie, ja, der Virus ist ja mega und du bist die einzige Hoffnung der Menschheit und tralala. Du kriegst am Anfang irgendwie so eine kurze Einleitung, wo dann kurz steht, was los ist und so. Und, boah, sieht das geil aus hier. Hm, Landschaftsgemälde aufheben, cool, ich könnte mich dekorieren dann damit und ich könnte bestimmt den Sessel auch mitnehmen. Alter, ist ja geil. Hallo, meine Freunde. Ich habe eine Pistole. Boah, wie das hier noch lief, sah das bestimmt total hübsch aus hier mit dem Krankenhaus. Ich habe das Gefühl, jetzt kommt jeden Moment gleich Emily hier rein. Ne, Emily wants to play. Oh, ein Muskelshirt. Wow. 5,5, ja. Hm. Ja, komm. Können wir mal mitnehmen. Was war, haben wir? Okay, ist gesperrt. Okay, in den Innenhof kommen wir nicht. Könnten wir aber uns durchgraben. Oh, eine Fliegerbrille. Unten ein Puffer. Was steht da? Ein Puffermantel. Fliegerbrille, Puffermantel nehmen wir mit. Was haben wir hier oben noch? Ein Rucksack. Von einem ehemaligen Reisenden. Eine Flasche Wasser. Eisenverstärkter Knüppel. Boah, geil. Und eine Sonnenbrille. Erstmal direkt ausprobieren. Die Sonnenbrille setze ich mal auf. Was bringt die Sonnenbrille eigentlich? Warte mal. 5% Schläge, Stichstrahlung, okay. Mhm. 2, okay, die kann... Ah, komm, die, ganz ehrlich, die kann weg. So, Mantel. Ziehen wir an. Ja. So, Steuerkreuz nach links. Machst deine Helmlampe, glaube ich, an. Ach ja, stimmt, genau. Wir haben ja noch Lampe. Boah, wie geil. Alter, das Krankenhaus ist mega. Erstmal den Kühlschrank durchsuchen. Oh, geil. Bier und Wasser. Cool. Hä? Warte mal. Haben wir... Hä? Ja doch. Hallo? Achso, Glaskrug brauchen wir nicht. Was ist das hier? Was soll denn das sein? Ja, wie gesagt, texturiert und alles. Also man soll hier keine großartige Grafik erwarten bei dem Spiel. Aber trotzdem macht das irgendwie Spaß. Das Erkunden und so. Lalala, hier ist ein Mülleimer. Okay. Nichts drin. Boah, das wäre eine Riesenfestung. Alter Schwede. Das mit 4 Mann spielst, da hast du aber genug zu tun, das auszubauen. Ach, guck mal, hier ist der Empfang. Kommst du vor wie... Das ist ein Medizinschrank. So, warte mal. Ich bleibe mal erstmal auf der Etage hier. Hier gibt es ja noch genug zu erkunden. Da komme ich... Ja, ist klar, dass ich da nicht reinkomme. Oh, was zockst du? Auf der PlayStation 4. So. Da kommt wieder ein Rettungspaket. Aber das ist mir jetzt gerade mal egal. Weil ich jetzt gerade hier im Krankenhaus bin. So. Tsching, tsching. Toll. Papier und Casino-Coin. Wow. Ist ja richtig viel. Ein rotes Sweatshirt. Zwei. Naja, Muskelshirt. Nee, lass ich mal. Ich kann schon wieder einen Fernseher aufheben. Das ist wahrscheinlich nur so Dekokram. Schon wieder ein Bergbauer. Bergbauhelm. Okay, den nehme ich mal mit, falls wir mal sterben sollten. Geil. Alter, hier sind so viele Medikamente im Schrank. Was ist das denn? Vitamine? Cool. Ich höre schon wieder irgendwie einen Zombie. Verbandschiene nehmen wir mit. Hier ist ein Safe, der ist gesperrt. Hier ist eine Leiche, wo ich gerade drauf trete. Ja, gut. Okay. So, wie Rettungspaket. Da ist ein Flugzeug. Fliegen mal ab und zu so Flugzeuge rum.
Und wir sind ja anscheinend nicht die Einzigen hier. Und dann kriegen wir immer so abgeworfene Kisten. Da kannst du hinrennen und dann kriegst du immer so tolle Sachen sind da immer drin. Wie zum Beispiel Kleidung oder auch mal Waffen. Und, ach, hier sind wir reingekommen. Ne, jetzt sind wir einmal rum. Okay. Und manchmal sind da auch echt, wie gesagt, ganz, ganz tolle Sachen drin. Oh, Dehydrierung. Ich glaube, ich sollte mich mal ausziehen. Warte mal, was kann ich denn... Was kann ich denn... Komm, die Stofffetzen, ganz ehrlich. Finden wir immer wieder. Und das Blei schmeiße ich auch mal weg. Das Papier, das braucht kein Mensch. Also zumindest nicht jetzt hier. Das ziehe ich aus. Das ziehe ich auch aus. Oberkörper frei. Geht's jetzt runter, die Dehydrierung? Ich schau nochmal eben. Ja, geht runter. Geil. Okay. So, ich glaube, ich war zu dick angezogen. Was denn, wenn ich mein Pulli wieder anziehe? Geht das dann nach oben wieder? Es geht wieder nach oben. Weißt du, wenn ich die Hose ausziehe? Dann geht's nach unten. Okay. Also hier die Dehydrierung, die ist ganz, ganz merkwürdig, komisch. Da muss man immer so ein bisschen ein Auge drauf haben, weil da kann man ganz schnell abnippeln bei. Ich trinke mal einen Schluck. So, ich hoffe, die bleibt jetzt... Ich hoffe, die bleibt jetzt unten. Boah, geil, Alter. Ob wir auch Patientenzimmer finden? Ich frage mich das. Was ist das denn? Okay, das glaube ich... Ich glaube, das soll ein Fahrstuhl sein. Ich bin mir gar nicht so sicher. Hey, Patientenzimmer. Cool. Okay, ist doch ganz schön dunkel. Kann man auch auf Servern spielen? Ja, man kann im Multiplayer spielen. Ja, mit, ich glaube, mit 4 Mann geht das. Obwohl das Spiel eigentlich ausgelegt ist für mehrere Mann. Also ich glaube... Oh, schon wieder Kaffee. Jawohl. Kann ich mal kurz zeigen. Und zwar... Quest, Fähigkeiten... Da, Spieler. Hier, die Liste ist auf dem PC voll. Und auf der PlayStation hast du nur 4 Leute. Ja, das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich glaube, mit 13 Leuten kannst du das, glaube ich, auf dem PC spielen. Oder noch mehr. Und hier auf der PlayStation halt nur 4. Oh Gott, noch mehr Anziehsachen. Okay. So. Ja. Ein Halstuch. Mhm. Wir haben schon wieder so voll das Inventar. Ich finde das geil, dass wir ein Krankenhaus gefunden haben. Das ist... Alter, das macht eine Menge Spaß. Das Erkunden ist so cool. So. Mal Licht aus. Ist mir ein bisschen zu hell. So, was haben wir im Kühlschrank? Nichts. Nö, da unten ist auch nochmal Kühlschrank. Auch nichts. Okay. Was ist hier? Topfpflanze aufheben. Man kann so viele Deko-Klamotten aufheben. Ist der Hammer. Okay, ich habe gerade bemerkt, dass es im Stream noch sehr dunkel ist, wenn die Lampe aus ist. Oh, warte mal. Da war Wasser drin. Also mit Wasser können wir uns echt totschmeißen. Es wird Zeit, dass wir mal irgendwie Nahrung finden, weil wir haben noch... Wir haben zwar noch Yucca. Lass Yucca, Kumpel. Da will ich rein. So. Es gibt gelbe und rote Pflanzen zum Sammeln, aus denen du Tee machen kannst, der gegen Hitze und Kälte hilft. Ah, okay. Danke für die Tipps, vielen lieben Dank. Da muss ich mal gucken, dass ich da mal so ein paar Pflanzen finde. Also Pflanzen nicht zum Rauchen, ne? So Cowboyhut, weißes Sweatshirt. Würde ich gerne alles mitnehmen. Ganz ehrlich, ich mach mal eben hier, warte mal. Hier kann weg. Was war das denn? Das war doch die Tür, ne? Oh, wie süß. Oh, wie süß. Hallo, ich bin ein kleiner Mann. Oh, wie süß. Weißt du, im Inventar ist die Tür gerade mal so groß. Ich frage mich, wie der alles reinkriegt in seinen Inventarrucksack. Ja, und dann, wenn du es auspackst, ist sie so groß wie der Rahmen hier. Ist so geil. So, warte mal. Was können wir denn noch wegschmeißen? Wir haben ja noch, Alter, ein Jagdgewehrschaft. Ach, ein Schaft ist das. Ich dachte, das wäre ein Gewehr. Was können wir denn loswerden? Wieso hab ich den Fernseher immer noch mit? Ich guck doch kein Fernsehen mehr. Komm, die braune Hose. Komm, Arschlecken, weg damit. Haben wir da ein bisschen Platz im Inventar? Können wir ja immer wieder hier hin. Wir wissen ja, wo das Krankenhaus ist. Ach so, apropos, wir wissen, wo das Krankenhaus ist. Wir können das mal eben markieren.
auf der Karte. Dann haben wir nämlich hier einen Wegpunkt. Dann mache ich das hier, das Hochhaus. Können wir das umbenennen? Wegpunkt, Zoom auswählen, halten, bewegen? Nee, leider nicht. Das wäre auch geil, wenn man das noch umbenennen könnte. Dann können wir hinschreiben... Schon wieder ein Kochtopf. Wie gut, dass man stacken kann. Menschliche Scheiße. Lecker. Hauptsache, er wühlt erstmal drumrum. Und schon wieder ein Kochtopf. Können uns beinahe totschmeißen damit. Was, ob sie rauchen kann, ist kein Plan. Probieren es aus. Probieren geht über Studieren. Ja, das stimmt. Probieren geht über Studieren. So, ja, Let's Play Live Show. Jeden Freitag, jeden Samstag ab 20 Uhr gibt es den Stream. Heute wieder Ausnahme, weil ich wieder im Aufnahmerausch bin und möchte ein bisschen was aufnehmen. Und wieder eine Schiene. Jetzt haben wir schon zwei. Antibiotika, wunderbar. Läuft bei uns. Und ein braunes Muskelshirt. Naja. Warte mal, ich brauche das gar nicht zu zertrümmern, weil ich außenrum gehen kann, ne? Genau. Hier sind Schränke. Ein Glaskrug, davon haben wir genug. Und eine Flasche Wasser, sehr schön. Haben wir schon 15. Also, wie gesagt, Wasser... Ja, und wie gesagt, ein bisschen Juck haben wir auch noch. Es gibt also noch eine höhere Etage. Ich frage mich, wie wir da hinkommen. Wo geht's denn... Das ist alles Patientenzimmer. Die Frage ist natürlich, ob wir da, finden bestimmt noch richtig geile Klamotten. Ich weiß es genau. Aber wie schön, dass wir... Vor allem, wir sind jetzt schon den ganzen Tag hier im Krankenhaus. So. So, hier ist ein Schrank. Mit nichts drin. Toll. Das ist auch geil. Neben dem Waschbecken einfach mal das Klo. Überleg mal, wenn du hier so sitzt, ne? Und die ohne, vor allem ohne Tür, wenn das Krankenhaus ist und du liest hier. Ja, ganz ehrlich, du liest hier auf dem Bett, ja, so. Am besten noch mit dem Gesicht so in die Richtung zur Wand, ja, so musst du es dir vorstellen. Und hier, ne, sitzt so einer, hier, ne, und dann. Alter, ohne Scheiß, ich. Würde ich sofort sagen, nee, in dem Zimmer möchte ich nicht liegen oder wenn, dann liege ich gerne da hinten am Fenster. Aber das muss doch stinken, Alter, das ganze Zimmer muss stinken, wenn da einer einen abseilt. Weißt du, so eine 3-Meter-Wurst. Alter, ohne Scheiß, ganz ehrlich. Möchte ich mir gar nicht vorstellen. Es ist, nein. Stellt euch das nicht vor, nehmen wir nur mal an. Das wäre so ohne... Das ist ja wie früher in der Steinzeit. Wie müssen die hier gehaust haben hier? Alter, hier genauso! Und der Raum ist klein. Was meinst du, wenn du da... Boah, überleg mal, du hast da richtig, richtig schön irgendwie so einen Eiersalat gegessen. Und dann gehst du richtig schön abseilen. Boah, krass. Könntest du kurz die Karte zeigen, dass ich die Koordinaten weiß? Wegen dem Krankenhaus bitte? Kann ich gerne machen, klar. Karten, hier. Krankenhaus, Koordinaten, hier. 624 Nord und 1156 Ost ist es. Wenn es die Standardkarte ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Kann ich rauszoomen? Ja. Also wie gesagt, 624 Nord und 1166 Ost. Da findest du dann das Dörfchen. Voll geil. Also... Mega. Ich hoffe, dass es dir notiert. Ansonsten kannst du es auch immer noch auf YouTube raus gucken, wenn ich es dann raushaue. Ich weiß nicht, wann die Folge kommt. Die wird wahrscheinlich relativ spät kommen. Alter, über 2 Stunden schon am Aufnehmen. Krass. Wenn du überlegst, was heutzutage 2 Stunden sind bei YouTube, wenn du es aufnimmst. 2 Stunden sind gar nichts, ne? Weil wenn du jede, ich sag mal, jede Folge machst du 20 Minuten, dann hast du gerade mal 20, 40, 60, hast du gerade mal 3 Folgen. Bei 1 Stunde. Das sind insgesamt 6 Folgen bei 2. Das ist gar nichts. Und früher für 15 Minuten. Da hast du bei 2 Stunden hast du voll viele Lederpanzerbrust. Geil. Ein Rezept. Cool. Da hast du bei 15 Minuten. Boah, da hast du bei 2 Stunden. Hast du richtig viel geschafft. Aber heutzutage, da muss ja. Ne, Leute gucken ja gerne 20 Minuten. 15 Minuten ist zu kurz. Wenn du 15 Minuten machst, dann sind sie sich am Beschweren. Einige Leute. Machst du 20 Minuten, sagen sie, oh, zu lang. Also, wie es machst, was verkehrt. Okay, cool. Dann, ja, gerne. Banana Joe Jobsy. Ich grüße dich. Nee, Joe's B. Ich hoffe, ihr ist richtig ausgesprochen. Willkommen zur Let's Play Live Show. Und zum Live Let's Play von, ja, 7 Days to Die. So. Hier haben wir einen Medizinschrank, wo nichts drin ist. Super. Okay, Blutbeutel wird wahrscheinlich riechen. Wir haben einen Bauplan für den Verbandskasten. Geil.
Was können wir denn damit machen? Warte mal. Gesundheit 5, Sättigung 5, Hydrierung plus 5. Benutze Blutbeutel, um etwas Gesundheit wiederherzustellen oder Verbandskassen zu fertigen. Alter, geil, was? Ah, okay, wir riechen nicht. Ich dachte, man riecht dann irgendwie. Was gibt da auch so... Was ist das denn? Eine Glasscheibe. Können wir denn... Warte mal eben. Ich würde gerne das Rezept von dem Verbandskasten gerne lernen. Na, hau doch mal gegen die Wand. Bist du schlau. So. Kann ich jetzt... Wo ist denn das? Hier. Verbandskasten. Können wir sogar... Nee, können wir nicht herstellen, weil uns Klebeband fehlt. Und Spiritus. Ah, so Blutdings... Ah, das ist ja geil. Was kann ich denn mal wegwerfen, Alter? Ganz ehrlich, irgendwas muss ich wegwerfen. Wir haben so voll das Inventar. Komm, ganz ernsthaft, Holz. So viel Holz. Holz finden wir immer wieder. Komm, 1000 Holz reicht uns erstmal. So. Ich esse mal eben ein bisschen Yucca. Ich bin mir nicht sicher, wie viel wir noch haben an Nahrung. Oh ja. Besser ist ein bisschen was zu essen und zu trinken. Auch gleich nochmal. So, ein esse ich noch. Ja, 72 reicht. Trinken wir mal eben was. Ja, 100%. Sehr schön. Nochmal kurz was reinschmeißen zu essen, dann passt das ja. So, jetzt sind wir auf der, ich glaube, auf der höchsten Etage. Ich bin mir gar nicht so sicher. Hier haben wir, ich glaube, ein Büro, wenn ich das richtig gesehen habe. Und hier haben wir ein Zimmer, wo mitten im Raum einfach mal ein Schrank steht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wie ich übrigens auf YouTube die Folgen raushaue, ob ich die alle zwei Tage raushaue, so wie zum Beispiel Homefront. Aber dass Homefront so gut läuft, hätte ich nie gedacht. Ich habe gedacht, ja gut, Homefront, da werden vielleicht gerade mal so zwei, drei Leutchen gucken oder so und dann war es das auch. Weil es ist ja jetzt kein ultra-mega krasser Hype-Titel oder so. Aber ist doch schon sehr gut Dose Font. Schrotflintenschaft, eiserner Knüppel. Kann man die Knüppel stacken? Nee, ne? Nehme ich aber trotzdem mit. Und Dosenfund nehme ich auch mit. Was haben wir hier? Schon wieder ein Bergbauhelm. Und ein Bett. Was ein geiles Zimmer, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ohne Klo. Und wenn ich hier auf dem Stuhl sitze, guckst du die ganze Zeit so auf die Wand. Und wir sind immer noch am Tag 5 hier. Ich habe Angst, dass wir zu lange hier sind. Tag 7. Ich meine, wir können ja eigentlich Tag 7 hier verbringen, im Krankenhaus. Bis die hier reinkommen. Ich glaube, das werden die nicht schaffen. Vielleicht doch, ich weiß es nicht. Vielleicht können wir ja den Tag 7 hier verbringen. Da haben wir ein bisschen mehr Zeit für unsere Hütte dann zum Ausbauen. Müssen wir mal gucken. Schauen wir mal. Ich bin mir noch gar nicht so sicher. So. Alter, wie viele Schränke. Also hier kannst du echt einen ganzen Tag farmen. Also hier... Wer hier nicht glücklich wird mit Farmen, weiß ich auch nicht. So. Ah, Glaskrug, ja toll. Glaskrug. Ja. Wow, ist ja mega viel drin. Ist mega viel drin. Mega viel, was wir alles brauchen. Und, achso, das ist hier das... Achso, das ist das Badezimmer. Oder was, ein Klo? Das Klo, das Klo. Bist du, hast du keines, bist du traurig, hast du eines, bist du froh. Das Klo, das Klo. Jeder sollte eins haben. Jeder Popo sowieso. Lal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 a. So, ich habe gestern über... Ich musste gestern so lachen. Ich war gestern in einer Party mit ein paar Freunden. Und, ihr müsst mal wirklich einfach mal... Dumme Fragen aus dem Internet einfach mal bei Google suchen. Es ist ein Highlight. Es ist echt ein Highlight. Also wenn ihr mal wirklich lachen wollt, ja, dann sucht ihr die dümmsten Fragen aus dem Internet. Ich kam gestern aus dem Lachen nicht mehr raus. Ernsthaft, es ist ein Traum. Es ist echt ein Traum, wie dumm doch manche Menschen sind, die hier auf dem Planeten leben. Ach nee, es geht noch höher. Guck mal an. Ob es auf dem Dach auch geht. Es ist meiner Meinung nach echt ein Traum. Also, es gibt Leute, da reicht noch nicht mal ein Facepalm, ganz ehrlich. Da reicht auch noch niemals, wenn du den auf den Hinterkopf schlägst, weil... Nein, ist, ja. Da ist einfach, da ist Hopfen und Malz einfach verloren. Ne? Weil, ganz ehrlich, ja, zum Beispiel, da war die Frage gewesen,
Wie war das nochmal? Man kann irgendwie auf der Sonne, man kann doch zur Sonne reisen im Winter. Weil da ist ja doch bestimmt nur so minus ein Grad, weil Leute sind ja schon zum Mond gereist und zum Mars und tralala. Aber warum denn nicht auf der Sonne? Weil die Sonne, die hat doch wahrscheinlich auch im Winter Temperaturen von minus ein Grad. Das würde doch gehen. Ernsthaft? Ich, ja, wie gesagt, solche tolle Fragen und so, also da. Ja. Oder zum Beispiel, meine Freundin will Schluss machen und ich auch. Was sollen wir jetzt machen? Es ist so, ich, keine Ahnung, es ist, ja, da fällt ja auch, ganz ehrlich, huch, ich glaube, das ist eine Fahrschule, ne? Ja, da fällt, ganz ehrlich, da fällt dir auch nichts mehr zu ein. Ich glaube, wenn du so eine Person vor dir hast, da fällt dir auch spontan nichts mehr ein, was du dazu sagen sollst. Ernsthaft, das ist, ja, das ist, boah. Oh, warte mal, huch. Ich glaube, jetzt ist wieder so ein Medizin drin. Ja, wir grabbeln mal ein bisschen die Tür ab. So. Boah, wie lange wir jetzt schon hier drin sind, in dem Krankenhaus, das ist der Wahnsinn. Und nebenbei bin ich noch Videos am machen. Ich weiß gar nicht, ob die schon fertig sind mittlerweile. Ich glaube nicht, weil Valley von gestern bin ich noch am Rendern. Diejenigen, die es gesehen haben gestern, die wissen jetzt ungefähr auch dann auf YouTube, wann ungefähr das jetzt aufgenommen wird hier. Alter, geil, das ist heute, finde ich voll geil. Fühlt sich wenigstens ab, ist nicht mehr so heiß. So. So. Nee, aber ganz ehrlich, also wenn ihr da mal... Schmerzmittel. Wenn ihr da mal wirklich lachen wollt, dann sucht einfach mal die dümmsten Sprüche oder die dümmsten Fragen des Internets. Ich, ja. Das, ja. Oh. Ich glaube, wir können bald... Oh, Alter, was? Warte, Spiritus. Wir können einen Verbandskasten bauen. Das mache ich direkt. Hallo? Nee, und wir brauchen noch Klebeband. Oh, wir brauchen Klebeband. Alter, ist ja ein reines Paradies hier. Schienen haben wir genug. Also, wir haben hier jede Menge an Vorräten, was medizinische Hilfsmittel angeht. Also, das ist ja ein Traum. Also, ganz ehrlich, das ist ein... Ganz ehrlich, das ist echt ein Traum. Also, das ist eine... Das ist ein reines Paradies hier. Und direkt nebenan haben wir unsere Villa, unsere Siedlung. Also, besser kann es einem nicht gehen. Also, ein besserer Start hier ins Spiel, ganz ehrlich. Und wir haben noch gar nicht so viel gebaut. Ah, Bauplan für Benzinkanister. Ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Gut, komm, wir können ihn lesen, weil dann haben wir ihn. Habe ich noch Platz im Inventar? Natürlich nicht. Außer im Schnellslot. Achso, in der Kasse war nur Papier. Hallo, ihr möchtet Medizin kaufen? Habe ich nicht, gibt's nicht. So. Haben wir schon die Etage komplett durchsucht? Aber ganz ehrlich, das wäre eigentlich eine gute Idee, hier zu bleiben am siebten Tag. Weil, wenn wir ganz oben sind, was sollen sie machen? Wollen die dann raufkommen oder was? Kann ich irgendwas loswerden? Frage ich mich gerade. Irgendwas, was wir nicht brauchen. Na komm, Bergbauhelm. Obwohl, warte mal. Wir können das Bier auch direkt trinken. Ach, wir haben ja. Für Bier haben wir ja Platz. Okay. Ich bin gespannt, was noch andere Survival-Games noch so kommen. Ich lasse mich da echt mal überraschen. Weil das ist echt eine gute Alternative. Was war das denn? Eine gute Alternative für, oh, Dose Thunfisch. Eine gute Alternative für Minecraft. Wer Minecraft satt gesehen hat, so wie ich, schmeiß die scheiß Dose weg. Schmeiß die Kackdose weg, brauchen wir nicht. So. Wo geht's denn? Da sind noch mehr Schränke. Alter, wir sind hier so... Okay, wir werden hier noch... Ich glaube, ein Weilchen werden wir hier noch, glaube ich, noch bleiben. Es wird doch Nacht gerade. Oder ist schon Nacht. Krass. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal nach oben, um mal zu gucken, was ganz oben ist. Boah, mega Aussicht. Guck mal, da hinten ist auch noch irgendwas. Und hier haben wir ein... Ah, hier kommt man auch noch nach oben. Ist ja cool.
So. Ich höre schon einen Zombie. Mr. Zombie. Wo war denn die Treppe? Bei mir klingelt gerade die ganze Zeit das Telefon. Ich weiß nicht, wer es ist. Keine Ahnung. Was? Aber das Materialien sammeln und bauen hat Zukunft. Ja, das stimmt. Das Huch. Habe ich mich jetzt erschrocken. Baseballmütze. Ja, okay. Ja, was heißt da Zukunft, ne? Es ist schon das mit dem... Ach, hier ist der Helikopterlandeplatz. Hilfe! Rettet mich! Rettet mich! Ja, klar, dieses Crafting und so, das wird ja auch immer mehr jetzt in den Spielen. Das finde ich auch ganz gut. Das macht doch, wie gesagt, einigen macht es nicht Spaß, mir macht Spaß. Ich finde das ganz geil. Man sollte es halt nur nicht zu übertreiben. Ja, dieses ganze Managen der Hilfsmittel und alles und was man braucht. Und, boah, geil hier oben, ey. Hier kannst du voll geil überleben. Aber man sollte es halt nicht zu sehr übertreiben mit diesem Ressourcenmanagement. Es gibt einige Spiele, glaube ich, auch, die auch zu sehr übertreiben. Und das kann auch ganz schnell nach hinten losgehen, was das angeht. So. Okay, hier oben ist eh nicht viel. Aber hier oben ist der Helikopterlandeplatz. Und da ist der Mond. Und ich glaube, wir sind hier oben eigentlich relativ safe jetzt die Nacht. Das heißt, ich schau mal eben, haben wir denn, was sagt denn unser Charakter? 83% Wasser, 74% Nahrung. Okay, ich gehe nochmal ein bisschen, ich werde nochmal ein bisschen Yucca essen. Yucca. So. Bisschen gucken, ob wir hier irgendwie einen Zombie sehen, weil ich glaube, hier oben werden die uns eh nie sehen. Da hinten ist noch eine Vorratskiste. So, machen wir mal auf 100%. Dann wird der Flex in der nächsten Folge, wird sich dann freuen, wenn er 100% hat hier beim Essen beim Trinken auch. Ich trinke nochmal einen Schluck. Alter, 100 und 100%. Alter, geil. Da unten standen gerade welche. Weiß nicht, ob es gesehen hast. Na, mach doch Feuer. Klar. Da, guck mal, da stehen zwei. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal eine kleine Folgenpause. Und ich muss ein bisschen mal was trinken und auch, glaube ich, was essen. Und ja, dann geht es in der nächsten Folge weiter. Spannend hier vom Helikopterlandeplatz auf dem Krankenhaus. Und ich glaube, der Flex spielt dann hier weiter. Ja, also bis zur nächsten Folge. Ciao.